Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Weiße Edition. Wir sind im Pre-Game, nicht im Pre-Game, sondern im Nach-Arena-Game. Mir fällt der Name immer noch nicht ein, was nach heißt. Ihr versteht schon. Im Gameplay, was nach dem Story-Finale kommt. So, und ich wollte eigentlich gerade unser VM-Sklaven holen. Und bekomme jetzt die Nachricht, herzlichen Glückwunsch, dass du zum ersten Mal das Spiel durchgespielt und erhältst dafür weitere Hintergrundbilder. Ich habe es nicht zum ersten Mal durchgespielt, aber ja, ist ein neuer Spielstand, ihr versteht schon. Also, Zekrom wird abgelegt, damit wir wieder fliegen und surfen können. Und nehmen dafür Pikulente mit. So, haben wir das. Und mit genau dem hier können wir uns dann auch auf die Suche machen nach den Weisen. 6 Stück waren das, oder? Ich meine, es waren 6. Und dann aktivieren wir gleich mal einen Schutz. Davon haben wir uns hier ein paar gekauft. 21 haben wir noch. Das sollte hier durchaus reichen. Und der erste Weise befindet sich, wie uns Charon schon so leicht mitgeteilt hat, dass er sich nochmal auf Route 1 umschauen möchte. Ist so ein kleiner Tipp gewesen, dass wir uns jetzt spätestens jetzt in diese Richtung hier bewegen sollen. Kaskade ist ja quasi so optional hier links zum Mitnehmen gewesen, aus dem Grund, weil man es halt eigentlich vor der Top 4 gar nicht braucht. Und natürlich sind die... Hä? Ich habe doch einen Schutz aktiviert. Ach, ich habe Pikulente ganz vorne. Fuck. Natürlich, Schutz schützt nur vor Pokémon, die ein niedrigeres Level haben, als man selbst. Und da Pikulente nur Level 26 ist, ja. Schützt es natürlich nicht vor den wilden Pokémon, die hier auftauchen. Ach komm schon, lass mich hier abhauen. Meine Stimme ist fast weg, weil ich die ganze Zeit diesen G-Sister nachsprechen musste. Und da hat meine Stimme sich jetzt irgendwann gedacht, ne, habe ich keinen Bock mehr drauf. Außerdem wird es jetzt ein bisschen schwieriger für uns, denn die... Oh, wir müssen echt mit Apokalypse kämpfen. Weil der ist ja der Einzige, der noch unter Level 50 ist. Das geht eigentlich gar nicht. Das Spiel wird jetzt ein bisschen schwieriger, denn die Trainer haben einfach mal einen Sprung gemacht und sind jetzt allesamt zwischen Level 60 und 65, die sie jetzt antreffen werden. Und somit sind wir natürlich mit noch knapp unter 50 und um 50 herum. Ein bisschen underlevelt, muss man halt so ganz ehrlich sagen. Und ja, sind jetzt trotzdem auf der Suche nach den Team Plasma-Weisen, die sich ja, wie gesagt, über die ganze Welt verstreut haben, damit wir jetzt hier aber nicht vollkommen blind durch die Gegend rennen, werde ich mir das Ganze nochmal anschauen, wo die sind. Ich weiß aber noch so von 2, 3, wo die waren. Und einer davon war auf jeden Fall hier, das weiß ich noch. Deswegen begeben wir uns auch gleich mal hier hin. Also wie gesagt, spätestens jetzt sollte man sich die Gegend hier einmal angucken, sonst findet man die Weisen nicht. Ah, natürlich... Ein Grasfeld hätten wir weiterkommen müssen, dann wären wir raus gewesen aus dem ganzen Scheiß. Aber nein, es muss jetzt doch mal ein verkacktes Zurokex anspringen. Ich will immer noch keinen Beute aktivieren, sondern ich will... Nein, ich will immer noch keinen Beute aktivieren, sondern ich will fliehen. So. Und hier müsste irgendwo der erste sein. Ich glaube hier. Ja. Was soll ich noch mehr hier? Dieser Ort verströmt denselben Meeresgeruch wie das Land, in welchem meine Wiege stand. Dies ist durchzog durch die Länder dieser Welt und häufte auf seine unablässige Suche nach Gleichgesinnten allerlei Wissen an. Seit dem Moment, als ich ihm begegnet bin, kannte er meine Bedürfnisse ganz genau. Sich in anderen Menschen hineinversetzen und ihre Gefühle und Bedürfnisse verstehen zu können, ist eine essentielle Fähigkeit, die man zwingend benötigt, wenn man vorhat, mit jemandem zusammenzuleben. Die Fähigkeit, die Gefühle der Pokémon zu verstehen, ist in Meister N besonders ausgeprägt. Andererseits ist dafür sein... Ist dafür sein Vermögen, die Gefühle der Menschen zu begreifen, die er ohne unterentwickelt. Doch auch das war ein Teil von Jesus' perfektem Plan. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion in den Ausführungen von Jesus steckt. Das hier habe ich übrigens einmal von ihm erhalten, als ich noch keinerlei Verwendung dafür fand. Vielleicht kannst du es ja andererseits verwenden. Wir hätten die TM-Toppel-Team. Wenn Meister N irgendwann doch noch die Fähigkeit entwickelt, die Gefühle der Menschen zu verstehen, so hoffe ich, dass wir uns dann noch einmal versammeln. Und ich würde mir sehr stark wünschen, dass er Jesus dann konfrontieren würde. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt über alles über Team Plasma erzählen, was du weißt. Wenn es das ist, was du wünschst. Hab Dank. Abgesehen von Jesus beträgt die Anzahl der Mitglieder der 7 Weisen noch 5. Ich würde zu gern wissen, was in deren Köpfen vorgeht, was ihre Ziele sind, wie dem auch sei. Dann bis zum nächsten Mal. 5 Weise also noch.
Dann begeben wir uns direkt mal zum nächsten, von dem ich noch weiß. Ihr wisst auch, diese Gegend hier ist jetzt komplett neu begehbar. Also von der Wunderbrücke den kompletten Weg bis zur Dorfbrücke. Das können wir jetzt noch machen. Und ich glaube, in Orion City, ich glaube, Orion City war das. Und dort finden wir den nächsten. Die finden sich jetzt hauptsächlich in optionalen Gebieten der Hauptstory. Damit man die jetzt spätestens nochmal bereisen kann. Und deshalb tun wir das. Das nächste ist nämlich hier in der Traumbarke und oh nee. Obwohl doch, wir brauchen den Zerschneider nicht. Denn hier war vorher ein Hütchen, das ist jetzt verschwunden. Und deshalb können wir uns jetzt hier umsehen. Und können jetzt diesen Bereich hier betreten. Obwohl, warte, ich möchte erst nochmal gucken, ob hier oben noch irgendwas mit dem Itemradar zu bekommen ist. Scheinbar nicht. Okay, dann können wir hier betreten. Ich glaube, unser Schutz hat nachgelassen, deswegen aktivieren wir gleich mal einen neuen. Hier unten können, glaube ich, auch wieder Pokémon angetroffen werden. Und müssten jetzt auch welche sein, die normalerweise nicht in der einen Region auftauchen. Denn so weit sind wir ja jetzt. Und ab hier gibt es auch wilde Trainer. Ja, wieder mal Trainer. Ich werde übrigens meine Stimme jetzt heute nicht verstellen können, weil echt der Jesus mir eben sowas von auf die Stimme gegangen ist, dass ich eben erstmal eine halbe Flasche Wasser trinken musste. Und meine Stimme halt immer noch extrem weg ist. Also es tut mir echt leid. Aber geht gerade halt echt nicht. Und wir müssen jetzt halt, wie gesagt, hier mit über Level 60 Gegnern auskommen. Also wir müssen jetzt echt die Typ-Vor- und Nachteile nutzen. Aber das haben wir mit Spukball ja in diesem Fall zum Glück. Und ich möchte jetzt eigentlich ungern nur Rabigator nutzen. Ein Volltreffer wäre jetzt echt geil gewesen. Aber okay, Ränkeschmied ist gut. Das heißt, wir können ihn besiegen und bekommen ja extra EP. Das ist das EP-System. Wenn wir niedriger sind als die Gegner, bekommen wir ja mehr Erfahrungspunkte, als wenn wir höher sind als die Gegner. Also die Leveldifferenz spielt eine Rolle. Und dementsprechend sollten wir sehr viele Erfahrungspunkte auch für Traumatos bekommen. Die normalerweise nicht so viel geben. Das hat uns schon mal das erste Level gegeben. Jetzt kommt dummerweise Hypno, der ist natürlich noch ein bisschen stärker. Und der könnte auch Spukball besitzen. Aber er setzt nur Psychoschock ein. Ja, nur ist gut, denn das Viech ist halt trotzdem 14 Level über uns. Und das heißt, mit der nächsten Attacke wären wir tot. Wir müssen wechseln, und zwar zu Rabigator und hoffen, dass er nochmal Psychoschock einsetzt, weil dann wird das eine Nullschwäche. Und jawohl, dann können wir ihn mit Knirscher weghauen. Rabigator, der Einzige, der levelmäßig mithalten kann. Und wir machen deswegen erst die Waisensuche und schauen uns erst danach die Routen an, die wir noch nicht gesehen haben. Weil die Trainer hier so zwischen 60 und 65 sind und die jenseits der Route alle über 65. Und da ist das hier natürlich sinnvoller. Okay, Apokalyp. Einfach damit du Erfahrungspunkte bekommst. Aber dann direkt wieder zurück zu Rabigator. Das wird echt jetzt ein bisschen eine Quälerei hier. Aber was sollen wir machen? Es gibt halt keine andere Möglichkeit. So, er schützt sich jetzt vor Volltreffern. Aber auf die sind wir eigentlich auch nicht angewiesen. Denn unser Rabigator ist stark genug, auch diesen hier mit zwei Hits wegzuballern, auch wenn er seine Verteidigung erhöht. Wir haben seine Verteidigung eben gesenkt. Ich glaube aber, Erhöhungen sind immer besser als Verniedrigungen. Das heißt, er sollte ein bisschen mehr haben, als er vorher hatte. Aber trotzdem, wir haben so viel abgezogen, das sollte trotzdem reichen. Unser Omnivora ist weg. Aber Tränke sollten wir mehr als genug jetzt mitnehmen. Damit die anderen halt auch Erfahrungspunkte bekommen. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Der eine hat 2000 und er hier nur 1700 bekommen. Allein schon, weil da ein Levelunterschied besteht. Schutz wollte ich nicht aktivieren, sondern einen Trank. Damit wir trotzdem noch weiterkämpfen können. Hypertrank auf Apokalyp. Und weiter geht's. Du bist dran. Was willst du für Pokémon haben? Du hast ein Quapuzzi. Reines Wasser-Pokémon. Oh,
ist das schön, wieder Pokémon zu sehen, die nicht aus dieser Generation stammen. Ah, das hat man so vermisst. Das war auch beim ersten Mal durchspielen so, dass man dann so glücklich war, endlich wieder andere Pokémon sehen zu dürfen. Das hat halt echt so ein bisschen gefehlt. Aber naja, Blattgeißel, ich werde übrigens versuchen, jetzt heute Abend tatsächlich das komplette Spiel nach durchzuballern. Weil ich weiß, wo die Weisen sind, ich weiß ungefähr noch, was es für Orte gibt und ich weiß, dass wir die komplette Region da rechts noch durchballern müssen. Dann Arena-Rematches und drei starke Gegner, die noch über Level 70er Pokémon besitzen. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Wenn ich dann irgendetwas Wichtiges vergessen haben sollte, ach ja, und ein legendäres Pokémon. Wenn wir dann irgendetwas Wichtiges vergessen haben sollten, dann könnt ihr mir das immer noch in die Kommentare schreiben. Und wenn ich es für wirklich wichtig erachte, dann können wir das natürlich in einem extra Part noch nachreichen. Ansonsten ist es natürlich schwierig, hier alles zu finden. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich das Gröbste und das Meiste mitnehme. Also noch ein Spukball, wir könnten das Omnivora platt bekommen. Und das wird uns viele Erfahrungspunkte bringen. Die Spezialverteidigung sinkt, das heißt, oh, wenn wir jetzt nicht einschlafen oder so ein Scheiß, würden wir ihn besiegen und wir schlafen natürlich ein. Er wird wahrscheinlich sowas wie Traumfresser oder so benutzen, deswegen werde ich einfach mal einen Aufwecker benutzen. Wenn er wirklich sowas wie Traumfresser verwendet, dann ist das jetzt eine Attacke ins Nichts. Er benutzt nur einen Igler, was total dumm ist, weil er gesehen hat, dass wir nur speziell angreifen. Und damit sollte er jetzt tot sein. Wunderbar, das sind Erfahrungspunkte, die Apokalyp auf jeden Fall braucht. 4216. Und als nächstes kommt Parasek. Da kann Flambirex was gegen machen. Und zwar sehr gut kann Flambirex etwas gegen machen. Also Brandstempel. Ich frage mich, warum unser doch relativ langsames Team immer trotzdem schneller ist als der Gegner. Ah, jetzt schlafen wir schon wieder. Naja, wir haben ja noch eine ganze Menge Heilbruder und so ein Kram. So, die ist weg. Chun-Lu. Beute. Ah, das ist nervig, jetzt hier nach jedem Kampf irgendwas heilen zu müssen. Heilbruder. Wach auf. Und Itemradar. Das hier gab's da. Ein Aufwecker. Na, schön. Hatten wir eben schon gebraucht. Du bist der Nächste. Nämlich wieder ein Psycho, wie es aussieht. Also wieder ein Psycho-Pokémon-Trainer. Der vier Pokémon besitzt und der hat ein Tanel. Typ Stahl-Psycho. Erst ihr Licht machen, weil er normalerweise hier nur Bodycheck kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur Bodycheck kann, weil... Wow, er kann wirklich nur Bodycheck. Das wird nämlich bedeuten, dass er unseren Apokalyp keinen Schaden zufügen kann. Tatsächlich. Ja, das wird ein einfacher Kampf. Da lohnt sich auf jeden Fall die AP Plus, die wir in ihn reingeschmissen haben. Denn dann können wir unsere Attacke ein bisschen öfter einsetzen. Dann bringt aber natürlich nur 1000. Metang wird jetzt schon schwieriger. Der wird auf jeden Fall mehr als nur Bodycheck können. Zum Beispiel Sendkopfstoß. Das kann wehtun. Das tut auch sehr weh. Aber so hält man ein bisschen mehr aus. Okay, wir sollten uns auf jeden Fall heilen. Wir sollten nicht zurückschrecken. Das könnten wir nämlich durch Sendkopfstoß. Das war ein Volltreffer. Okay, sonst wird er nur die Hälfte von dem abziehen. Das heißt, wir heilen uns nochmal durch Genesung. Sehr gut, die Attacke hat ja zum Glück keine 100%ige Trefferchance. Das heißt, wir sind wieder full life und können jetzt normal gegen Metan kämpfen. Spukball. Also die Kämpfe sind natürlich durch den unter 10 Level underleveled sein, sind die natürlich wesentlich spannender, als sie eigentlich sein müssten. Aber jetzt mit einem weiteren Spukball müsste er sterben.
Oh Gott, der kann noch Sternenhieb. Aber auch das wird natürlich beeinflusst von ihr Licht, von der Verbrennung. Und das sollte schon ordentlich Erfahrungspunkte bringen jetzt. 3572, Level 51. Als letztes kommt Megalon. Das haben wir selbst im Team. Daher wissen wir auch von seiner unfassbar krassen Spezialangriff. Das heißt, egal was wir jetzt machen, wir würden das auf keinen Fall überleben, wenn er uns trifft. Dementsprechend Wechsel zu Rabigator. Hoffen, dass er Psycho-Attacke einsetzt. Tut er. Und mit Knirscher draufballern. Denn wir wissen auch von seiner Langsamkeit und von seinen relativ schlechten Verteidigungswerten. Aber es reicht trotzdem. Schutzteiler ist mir eigentlich egal, denn sterben tut er jetzt trotzdem. So, der sollte auch ordentlich Erfahrungspunkte bringen. Und Cytomega. Der ist relativ langsam. Ja, Travigator soll die Erfahrungspunkte nicht alleine bekommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einmal zu Apokalypse wechseln. Aber da auch der nicht physisch angreifen wird, wird auch hier unsere Ehrlich-Taktik nicht aufgehen. Das heißt, auch hier der Wechsel wieder zurück zu. Rabigator ist zwar sehr doof zum Zuschauen, ich weiß, aber anders kommen wir an die Level nicht ran. Heilblockade hätten wir doch mal mit angreifen versuchen können. Aber ich weiß, dass der für krasse Spezialverteidigung hat. Ein absolutes Spezialverteidigungstankmonster. Da hätten wir echt voll viele, also sehr, sehr viele Dingens gebraucht. Sehr, sehr, sehr viele Spukbälle. Und da sind wir so einfach auf der sicheren Seite. Rabigator erreicht Level 58. Und Apokalyp sollte seinem Level 52 sehr nahe gekommen sein. Ein weiterer Aufwecker. Gibt es hier auf jeden Fall zur Genüge. In diesen ganzen Kartons hier, in diesen einzelnen Kartons scheint immer ein Item zu sein. Und da unten links nämlich auch. So, aber ich glaube, das hier ist auch der anspruchsvollste von diesen Typen. Von den Plasma-Mitgliedern. Alle anderen sind, glaube ich, einfacher zu erreichen, beziehungsweise da sind nicht so viele Trainer vor. Deshalb geht das alles noch. Angriffsplus kannst du gern versuchen. Mein Hammerarm sollte dich aber schon mal aus dem Geschäft fegen, denn du bist noch nicht Typ 4, sondern nur normal. Und deshalb ist Kampf noch eine Schwäche von dir, meine Liebe. Somnivora. Das bedeutet wieder Apokalyp. Und eigentlich wieder Wechsel auf. Ja. Auf Rabigator. Es bleibt keine andere Möglichkeit. Wir haben leider zu wenig Leben, um das anders auszufechten hier. Knirscher. Noch einer und er ist weg. Also komm, hau drauf. Beendet dann die Farce hier. Okay, das bringt wieder gute Erfahrungspunkte. Ja, dieses Hochmut kannst du dir sparen. Das war dein letztes Pokémon. So, 52. Sehr schön. Hier sind noch drei Trainer drin, ey. Warum haust du ab? So. Erstmal du, denn ich will das Item haben. Und auch das, was da in der Kiste versteckt ist. Starmie. Kann Energieball haben, deswegen kein Risiko eingehen. Außerdem auch extrem krasse Initiative und Spezialangriff. Also auch da sollten wir Angst vor haben. Jetzt ist natürlich ein Wechsel zu Rabigator eher unklug. Also wechseln wir zur Tentantel. Weil jetzt auch er wechselt? Nein, wohin genau? Okay, wohin genau hat normalerweise Wegsperre.
oder hat oft Wegsperre. Das bedeutet, dass man nicht wechseln kann. In diesem Fall wohl nicht. Finde ich gut. Ist nur Typs Psycho. Alter. Machen wir ja gar keinen Damage. Ich glaube, das liegt daran, dass wir schneller sind als er. Weil er immer Spiegelcape einsetzen will, oder? Nein, Konter, fuck. Das tut weh. Ah, das tut weh. Und Tentante leider für die gute Leistung keine Erfahrungspunkte bekommen. Apokalyp bekommt alle. Na, immerhin leveln wir mit Apokalyp dann so ein zweites Pokémon hoch. Neben Rabigator. Ich würde sagen, sobald er Level 55 ist, nehmen wir uns den nächsten vor, den wir eben genauso leveln. Zum Glück sind hier viele Pokémon... Ah, fuck. Zum Glück sind hier viele Pokémon, die wir mit Unlicht ausschalten können. Aber jetzt ist es natürlich schlecht, weil der hat natürlich mit Wasser auch eine Schwäche von uns. Er setzt zwar nur Turbodreher ein, weil die Pokémon hier immer dumm sind, aber wir verletzen uns vermutlich selbst. Und durch unseren hohen Angriff tut das ganz schön weh. Wenn jetzt eine Wasserattacke kommt, dann sind wir weg. Aber vielleicht kann es gar keine Wasserattacke. Vielleicht kann es nur Psychoattacken, Sternschauer, Konfusstrahl und Turbodreher. Dadurch ist es weg. Puh. Das war wieder ganz schön knapp. Jetzt sollten wir auf jeden Fall wieder unsere Pokémon heilen. Heute, Vitalkraut. Nee, ist dumm. Das sollten wir jetzt hier nicht verschwenden. Das sollten wir während eines Kampfes einsetzen. So können wir auch Trank plus Beleber benutzen. Also so. Plus Hypertränke. Die kann man ja zum Glück relativ häufig hintereinander einsetzen und muss jetzt nicht für jeden einen rausholen. Also da, da und da. Ich weiß halt nicht mehr aus dem Kopf, wo alle sind. Also alle von diesen Plasma-Weisen. Endlich der Krummlöffel! Verstärkt Psychoattacken. Warum kommt ausgerechnet das Ding erst so spät? Das, was wir am meisten gebraucht hätten. Naja, egal. Ich weiß nicht, ob das besser ist oder unsere Fähigkeit, also unser Item, was spezielle Attacken, sehr effektive Attacken erstärkt. Ne, unseren Spezialangriff verstärkt ja unser jetziges Item. Ich weiß nicht, was von beiden besser ist. Natu ist ein Pokémon, bei dem ich mir zutraue, dass wir das auch mit Apokalyp schaffen. Greift aber speziell an, das heißt, macht keinen Sinn, ihr Licht einzusetzen. Jawohl, ist sogar ein Rundhit. Sehr gut. Gibt uns dementsprechend auch wieder Erfahrungspunkte wieder, wollte ich schon wieder sagen. Nein, Leben wieder. War nett. Typ Geist. Heißt, wir haben eine Geistschwäche. Megalon hat auch eine Geistschwäche. Bleibt wieder nur Rabigator übrig. Wird zwar durch Geist getroffen, aber nicht so. Knirscher! Und auch das ist weg. Okay, sollte aber drei Pokémon haben, wenn ich das richtig gesehen habe. 53, sehr gut. Wir holen auf. Hydro-Pumpe ist eine geile Attacke, hat aber nur 80 Genauigkeit. Und da finde ich halt unser Siedewasser wesentlich sinnvoller. Jetzt kommt das Xatu, von dem ich sprach. Ich würde es mich trauen, wenn es halt nicht über 10 Level stärker wäre als wir. Sonst würde ich es halt mit Donnerblitz trauen, weil unser Spezialangriff halt echt krass ist. Von Megalon. Aber nee. Seine Spezialverteidigung ist halt auch nicht so mega genial, aber es ist halt... Es ist 14 Level über Megalon, das schafft es nicht. Das Xatu wird ihn halt auseinandernehmen. So, Knirscher. Drauf da. Und wegballern.
In Xatu hatten wir selber mal trainiert in unserem Gold-Let's Play und deswegen weiß ich ja, dass das seine Verteidigungswerte nicht so gut sind und seine Initiative auch nicht, weshalb ich dieses Pokémon allgemein etwas sinnlos finde. Aber so ähnlich verhält es sich ja bei Megalon ebenfalls. Ist ja eine ähnliche Art von Pokémon. Nur, dass es einen besseren Movepool besitzt, meiner Meinung nach, und deswegen sinnvoller ist als Xatu. Bei Xatu eine spezielle Flugattacke zu finden, war damals zumindest schwierig. Ich weiß nicht, wie es in den heutigen Generationen ist. Oh fuck, das Spezial erhöht den Spezialangriff. Das ist nicht gut. Wir sind auf jeden Fall schneller als Omnivora. Das heißt, wir müssen nur einen Angriff aushalten. Vielleicht greift sie auch nicht an, dann versucht uns wieder einzuschläfern oder Einigler zu machen oder so ein Scheiß. Einigler wäre super. Es greift an. Wir müssen das überleben und dürfen nicht verwirrt sein. Oh, wir überlegen das sogar locker. Gut, Erfahrungspunkte gehören uns. Gefällt mir. Damirplex, Normal-Pokémon. Eines der vielen Pokémon, die an sich ganz cool wären, wenn sie eine Weiterentwicklung besitzen würden. Ohne diese sind die etwas nutzlos. So, Flambirex, mal sehen, wie viel du aushältst. Grenze hältst du auf jeden Fall aus. Das heißt Hammerarm. Oh nein, es schnappt sich Hammerarm. Oh Gott, die Attacke ist krass. Oh, das ist 13 Level über uns, aber wir halten es aus. Wir haben allerdings Step und ist sehr effektiv und haben einen krassen physischen Angriff. Deswegen, ciao, Damirplex. Level 52 für Flambirex. Und Level 54 für Apoqualyp. Läuft. Läuft ganz gut. Schauen wir uns mal an, was draußen so abgeht. Sehr weise. Aber erstmal holen wir uns das Item. Ein Beleber. Da ist noch ein verstecktes Item. Buh! Na, erschrocken? Trainer, der du unser Schloss vollkommen zerstört hast. Mich hast du jedenfalls erschreckt. Wer erschrickt, wird für eine Weile aus der Bahn geworfen. Egal, ob Mensch oder Pokémon. Und dann ist man nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir wollen die Leute überraschen, indem wir unser Schloss erscheinen lassen und ihnen das legendäre Pokémon zeigen. Dadurch wollten wir ihnen die ganze Macht von Team Plasma vor Augen führen und eine neue, fantastische Welt zeigen. Das sollte sie tief im Herzen beeindrucken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem du deine Stärke und die der Arenaleiter gesehen haben, oder nachdem ich deine Stärke und die der Arenaleiter gesehen habe, frage ich mich, ob unser Plan wohl Erfolg gehabt hätte. Dann braucht man genau diese Stärke, um die Pokémon auf die nächste Stufe zu heben. Tut mir leid, falls ich dich mit meinem Geschwätz langweile. Hier, nimm das. Eine weitere TM, und zwar eine TM Schwertanz, die sehr, sehr stark sein kann, aber nicht in unser Team passt. Der Traum von N, du hast ihn zunichte gemacht. Vergiss das niemals. Also, ich bin von der internationalen Polizei und du wirst mir jetzt über alles von... jetzt alles über Team Plasma erzählen. Er sagt dasselbe. Der Traum, du uns den, dass du den Nara absondert. Dadurch bescherte Träume sind nichts weiter als Schäume. Nur Träume, die man aus eigener Kraft in die Tat umsetzt, werden schließlich wahr. Danke, bla bla bla. Vier Weise. Fehlen noch. Okay. Nächsten Hypertrank. Weiß ich nicht. Kommt noch Trainer? Keine Ahnung. Lieber erstmal nächsten... Wo ist es denn? Da, in der anderen Tasche. Nächsten Schutz einsetzen. Damit uns hier nichts nervt. Denn wir müssen hier noch den anderen Eingang finden. Und der ist da vorne. Aber hier haben wir erstmal den weiteren Hypertrank, den wir gebrauchen können. Und außerdem haben wir hier noch einen Top-Trank. Den können wir auch gebrauchen. Und hier geht es runter zu dem Item und dem Gras. Also dieses kleine fitzige Gras, was wir hier haben. Da wird es neue Pokémon geben. Und die TM Traumfresser als Belohnung, dass wir das Kram, den Kram hier geschafft haben. Trainer gibt es nicht mehr, deswegen ganz gut, dass wir uns nicht geheilt haben. Weil wir jetzt gleich eh zum nächsten Pokécenter fliegen können.
können wir den Felsen hier mal reindonnern, dann können wir nämlich jederzeit runter, falls wir hier aus irgendeinem Grund mal Pokémon fangen wollen würden, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Also, was aber ganz cool ist, dass man jetzt halt Enterons finden kann, soweit ich das in Erinnerung habe, und die halt bessere VM-Sklaven sind als unser Pikolente. Das heißt, sobald wir mit der Waisenjagd durch sind und uns den Routen da rechts, die Routen da rechts vornehmen, sollte ich gucken, ob ich nicht einen Enteron bekomme. Weil das alles um einiges vereinfacht, erleichtert, wie auch immer. So, hier unten ist nämlich das Letzte, was wir in diesem Part noch machen werden. Nämlich, wir müssen erneut in den Gefriercontainer. Weil sich dort derselbe Weise versteckt, der sich hier schon mal versteckt gehalten hat. So, so, so. Wartet mal kurz, wir kennen das alles hier schon, deswegen rushen wir hier mal ein bisschen durch. Deswegen brauchen wir auch kein Itemradar, weil wir hier schon waren. So. Du schon wieder, du kommst vor lauter Wispy-Gier ja kaum zur Ruhe, Trainer. Lass mich deine... Ich kann die Stimme im Moment nicht verstellen, meine... Das tut echt noch weh. Lass mich deine Neugier genug tun, indem ich dir was erzähle. Man atmet ein, atmet aus, das Herz erschlägt, man lebt also, man existiert, mehr jedoch nicht. Das allein gibt mir noch nicht das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Um sich wirklich lebendig zu fühlen, ist es nötig, eine ganze Bandbreite von Emotionen zu erleben. Freude ebenso wie Trauer. Bei mir war es Jesus, der mir das Gefühl vermittelt hat, tatsächlich am Leben zu sein. Was er damit genau erreichen wollte, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wie du siehst, zittere ich und leide zwar unter der Kälte, aber ich bin am Leben. Die Pokémon und die Menschen leben zusammen, sie helfen und vertrauen einander. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ich mich aber frage, besteht eigentlich wirklich die Notwendigkeit, den Pokémon die Freiheit zu schenken? Das ist ein Widerspruch, der mir erst jetzt ins Gespräch mit dir bewusst geworden ist und über den ich erst etwa einmal nachdenken muss. Du bist wirklich ein guter Zuhörer, hier ein kleines Dankeschön. Die TM1 Klauenwetzer! Also alles Verstärkende. TMs. Meister N hat mir einmal Folgendes erzählt, er möchte, dass die Pokémon die Möglichkeit bekommen, ihr wahres Potenzial zu entfalten, aber irgendetwas sagt mir, dass die Pokémon dies auch mit der Beziehung, die zwischen ihnen und den Menschen derzeit besteht, anstreben können. So, ich dachte dasselbe wie vorher. Mir ist es hier zu kalt, ich habe das große Zittern und Schlottern mittlerweile echt satt. Wenn du mir ein wenig Zeit überlegen gibst, erzähle ich dir, was ich weiß. Bring mich also bitte hier raus. Vielen Dank, bla bla bla, noch drei Weise. Abgesehen von Jesus. Den müssen wir nämlich auch erstmal finden. Aber es könnte durchaus sein, dass das in diesem Spiel nicht mehr der Fall ist. So, das war's mit der Waisensuche für diesen Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann suchen wir weiter Waisen. Bis dann und auf Wiedersehen.